Ja, kommen wir nun zu unseren Strahlensätzen im Anwendungsbezug. Wir haben ja schon einiges über die Strahlensätze entsprechend erfahren und wissen jetzt auch einiges darüber, wie die Strahlensätze angewendet werden. Und es gibt einen ganz berühmten Anwendungsbereich, wenn es darum geht, eben zu sehen und zu erkennen, wie hoch ein Objekt in etwa ist. Ich sage bewusst in etwa, so richtig genau wird man es nie bestimmen können, weil wir als menschliche Größe immer eine gewisse Fehleinschätzung auch haben und logischerweise man sich auch vermessen kann. Nehmen wir mal an, dieses Männchen möchte die Höhe dieses Turms eben entsprechend erkunden. Dann kann man hier, wenn es sich ein Hilfsdreieck baut, ja, das ist so ein Hilfsdreieck, das hat entsprechende Maße, das weiß ja das Männchen dann ganz genau. Das hat 20 auf 40 cm. Das kann es hier entsprechend sauber an sein Auge anlegen und peilt jetzt mit seinem Auge entsprechend die Spitze hier oben an. Wir gehen auch davon aus, dass es waagrecht gehalten wird. Ihr merkt, ich gehe von ganz viel aus. Auch da sind wieder möglichst viel, es sind sehr viele Fehlerquellen drin und auch da muss man möglichst genau arbeiten. So meine ich, dass man hier auch zu einem guten Ergebnis kommt. Aber es geht ja darum, in etwa das Ganze abzuschätzen und in etwa ein genaues Ergebnis zu bekommen. Und wer das mal ausprobiert, der wird merken, ja, so ganz schlecht ist es auch nicht. Ja, die Turmhöhe setzt sich zusammen nachher aus dieser einen Größe hier. Ja, ich nenne die mal x, wir können es ja auch Strecke a'b' nennen. Und zugleich die Augenhöhe in der Addition. Die Augenhöhe wäre wirklich vom Bodenlevel bis hoch ans Auge, also nicht die Körpergröße. Wir nehmen mal an, das wäre 1,80 Meter hier in diesem Fall. Ja, dann haben wir hier entsprechend den Abstand, das heißt, das Männchen peilt jetzt mit diesem Hilfsdreieck hier, ein rechtwinkliges Hilfsdreieck, peilt jetzt diese Turmspitze an, stellt danach fest, okay, da wo ich stehe, sind es 250 Meter bis zum Turm entsprechend. Und auch da muss man klar dazu sagen, man sollte auf nahezu einer gleichen Höhe stehen wie der Turm. Es macht keinen Sinn, wenn ich höher stehe als der Turm, beziehungsweise umgekehrt oder das Ganze wellig verläuft. Man sollte also entsprechend schon gucken, dass man auf einer Höhe sich befindet. Und auch das ist natürlich in der Realität sehr schwierig. Ihr merkt, ideale Bedingungen müssen gelten. So, wenn man das jetzt wie folgt hat, dann haben wir hier wieder ein kleines Dreieck, was bekannt ist, und ein großes Dreieck hier entsprechend da. Wir haben Maße, die bekannt sind vom Dreieck in klein, das die Person mit sich führt, 20 und 40 cm, und den Abstand, der hier gemessen wird, mit 250 Meter. Abstand von mir entsprechend zum Turm. So, und jetzt geht es um das hier und da können wir wieder unsere Strahlensätze anwenden. Streng genommen ist es natürlich der zweite Strahlensatz. Wir denken dran, die gesuchte Größe sollte nach oben und so können wir sagen, lange Strecke zur kurzen Strecke wie lange Strecke zur kurzen Strecke. Oder wir könnten sagen, lange Strecke zur langen Strecke wie kurze Strecke zur kurzen Strecke. Egal was ihr macht, es führt garantiert immer zum Ziel. Ich nehme jetzt mal die Relation lang zu lang und setze auch gleich die entsprechende Maße ein, wie kurz zu kurz. Auch hier müsst ihr natürlich schauen, dass ihr auf den richtigen Parallelen eben bleibt. Lang zu lang, wie dann die kurze Strecke entsprechend, die parallel dazu liegt, zu der kurzen Strecke. Sonst funktioniert es nicht. Ja, wir multiplizieren das entsprechend, formen das um, haben hier dann stehen, x ist gleich 0,4 durch 0,2 mal 250 und bekommen dann entsprechend ein Ergebnis raus. Und das wäre dann noch nicht die Turmhöhe, sondern da müssen wir ganz klar noch dazu sagen, da fehlt noch was, nämlich da müssen wir noch berücksichtigen, dass wir hier noch unsere Augenhöhe dazu addieren müssen. Ja, wir haben dann eine Gesamtturmhöhe von 501,8 Metern. Ihr werdet merken, wenn ihr hier ein bisschen die Zahlen, also mal angenommen, ihr habt euch hier vermessen, dann kommen nicht 250 raus, sondern 252 und von mir aus habt ihr dann entsprechend die Körperhöhe von euch jetzt nicht oder die Augenhöhe nicht korrekt berechnet. Das ist nicht eine brutal große Abweichung, wo ihr habt. Es geht nochmal darum, das in etwa zu haben und das ist weitaus genauer, wie wenn man einfach nur das Ganze eben entsprechend abschätzt. Ja, jetzt habt ihr hier, wie gesagt, ein Dreieck. Es ist ein allgemeines, rechtwinkliges Dreieck. Es ist jetzt aber hier kein spezielles Dreieck. Und wir werden gleich mal einen anderen Fall kennenlernen. Was passiert denn, wenn ich hier ein ganz spezielles Dreieck wähle?
nämlich ein sogenanntes gleichschenkliches Dreieck. Ja, ich habe euch jetzt hier mal ein ganz spezielles, und zwar ein gleichschenklich-rechtwinkliges Dreieck mitgebracht. Eine ähnliche Ausgangssituation, wir wollen die Höhe von so einem Baum bestimmen. Und beim gleichschenklich-rechtwinkligen Dreieck muss man natürlich sagen, die Strecke SA ist dann die gleich große Strecke wie diese Strecke AB. Also sprich, beide Katheten sind gleich groß. Das habe ich hier auch mal mit einem Maß versehen, in dem Fall 50 cm. Ja, da kann man vielleicht auch was hinweisen, was man beim Bootturm noch nicht so sehr gesehen hat. Wenn es jetzt um die Objekthöhe eines Baumes geht, dann merkt man relativ schnell, okay, wenn ich das jetzt hier messen würde, komme ich ja nur mit meinem Maßband bis zum Baum hin. Eigentlich müsste ich ja theoretisch die Baummitte bestimmen. Das kann man natürlich alles machen, habt ihr alles mal gelernt im Mathematikunterricht. Man könnte ein Maßband nehmen, den Baum eben entsprechend im Maß, Stammmaß nehmen und dann, ihr wisst ja, Pi als Kreiszahl, kann man ja damit dann auch den Radius ausrechnen. Kann man alles, muss man aber nicht unbedingt, weil ihr werdet merken, so groß ist dieser Fehler gar nicht, wenn man jetzt nur bis hierher misst. Korrekterweise müsste man es aber. Ja, wir wollen die Baumhöhe auch hier entsprechend bestimmen. Ich nenne diese Strecke hier A'B' auch mal X. Und wir machen es aber zuerst mal allgemein, dass ihr seht, okay, warum ist das geschickter, wenn ich mir also schon die Mühe mache, so ein Dreieck auszusägen oder aus Pappe auszuschneiden, wenn dieses ein gleichschenklich-rechtwinkliges Dreieck ist. Wie gesagt, die Strecke SA ist gleich groß wie die Strecke AB. Wir machen Folgendes. Wir sagen wieder das Streckenverhältnis uns auf, sagen also, okay, wir machen lang zu lang von mir aus wieder, ja, also x zu SA' wie lang, wie kurz zu kurz, also sprich AB zu SA. So, und jetzt wissen wir ja, dass die beiden gleich groß sind. Also was wird da wohl passieren? Das kürzt sich logischerweise raus, es entsteht die 1. Und wenn wir jetzt hier mit mal SA' auf die andere Seite bringen, dann habe ich hier entsprechend die Objekthöhe Baum relativ schnell bestimmt. Das heißt, ich peile als Männchen die Spitze an, messe dann hier rüber. Dieser Abstand ist gleichzeitig die Baumhöhe x plus meine Augenhöhe, also in dem Fall zum Beispiel 1,75 Meter, und ich habe das relativ schnell. Beim anderen war das eben nicht der Fall, da war das eben kein so ein spezielles gleichschenklich-rechtwinkliches Dreieck. Das würde übrigens auch funktionieren, wenn ihr es andersrum macht, also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich mache dieses Verhältnis hier, also x zu AB, lang zu kurz, wie lang SA' zu kurz SA, wäre das übrigens genau dasselbe Prinzip, ihr multipliziert wieder hier mit AB, und habe dann hier drüben stehen SA' durch SA mal AB. Und wir erinnern uns dran, SA ist gleich groß wie AB. Das heißt, die kürzen sich weg und wir haben wiederum stehen, dass X der Strecke SA' entspricht. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch dazu zählen, meine Augenhöhe, dann haben wir schon die gesamte Objekthöhe. Ja, in diesem Fall ist es wie gesagt besonders einfach. Baumhöhe gleich Augenhöhe plus Entfernung zum Baum. Das heißt, wenn ihr euch die Mühe wie gesagt macht, dann macht es mit einem gleichschenklichen Dreieck und dann habt ihr hier den Stress nicht, dass ihr zusätzlich nochmal rechnen müsst. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und viel Spaß beim Üben und Anwenden.